Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu den MPÖ News. Mein Name ist Fatima. Assalamu alaikum, auch von mir, mein Name ist Adam. Wir sind eure Moderation für die heutigen MPÖ News und haben euch etwas Spannendes zu erzählen. Denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, stehen wir gerade in einem riesigen Spektakel. Es findet gerade der Wettbewerb des Jahres statt, der Online Creative Contest, bei dem man nicht nur seine Zeit gut nutzen kann und seine Kreativität zum Ausdruck bringen kann, sondern auch die Möglichkeit hat, richtig coole Preise zu gewinnen. Genau. Und aus ganz Österreich haben wir Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die hier mitmachen, um zu zeigen, was sie drauf haben. Das Thema ist mein Alltag mit Corona. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zeigen uns mit ihren Werken in den verschiedensten Kategorien, was sie unter diesem Thema verstehen. Und wir haben heute die große Ehre, Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu interviewen. Sie haben sich die Zeit für uns genommen, uns etwas über sich und ihre Fähigkeiten und ihre Talente zu erzählen. Assalamu alaikum, meine Freunde. Ich bin Faisal und ich bin 12 Jahre alt. Ich wohne in Salzburg und besuche das Gymnasium. Ich heiße Sarah, ich bin 15 Jahre alt, ich gehe in die 1. Klasse Oberstufe und ich bin aus Niederösterreich. Assalamu alaikum, ich bin Josef, bin 15 Jahre alt, aus der Steiermark und gehe in die 5. Klasse. Assalamu alaikum, mein Name ist Jasmin, ich bin 12 Jahre alt und komme aus Wien und gehe in die 2. Klasse Gymnasium. An welchem Workshop nimmst du teil? Meine Fähigkeit ist, so, wenn man das so nennen darf, ist Videoschnitt und das Filmen. Und ich mache deshalb auch beim Filmworkshop mit. Ich habe mich für das Thema Rede angemeldet, da ich sehr viel rede und mir eine eigene Meinung bilden kann. Ich mache im MPÖ Online Kreativ Contest mit im Bereich Musik. Viele rappen oder singen, aber ich spiele das Klavier. Ich habe mich im Bereich bildnerische Kunst angemeldet, da ich gerne zeichne. Was erwartest du dir von dem Wettbewerb und dem Workshop? Ich habe mich auch angemeldet, weil ich gewinnen will und mein Talent stärken will. Ich mache mit, um mein Talent zu stärken und den Leuten zu zeigen, was ich alles kann. Denke, ich will was Neues lernen. Ich mache das zum ersten Mal und denke, dass das eine ziemlich gute Möglichkeit ist. Was macht deine Fähigkeit besonders? Ich bringe mir die Musikstücke im Gegensatz zu anderen selbst bei und lerne sie nicht von einem Lehrer. Ich hole mir die Musikstücke meistens vom Internet und lerne sie, bis ich sie auswendig ohne Notenblatt spielen kann. Da mir das Zeichnen sehr große Freude bereitet. Dass man über wichtige Themen redet, wie zum Beispiel Umwelt, Rassismus oder Tierquälerei. Dass wir auf Social Media heutzutage überall Videos sehen. Und ich finde, Video-Content ist jetzt, begleitet jeden von uns und ist deshalb so spannend. Seit wann hast du diese Fähigkeit? Seit der 1. Klasse Volksschule, da wir immer einmal im Jahr einen Zeichenwettbewerb hatten. Ich spiele, seit ich schon 7 Jahre alt war. Denn als ich in der 1. Klasse war, hat meine Lehrerin mein Talent in mir schon entdeckt. Seit wann ich diese Fähigkeit habe, so, ich habe hier die Möglichkeit gesehen, neu damit anzufangen. Vor einem Jahr habe ich mich über wichtige Themen informiert, um mir eine eigene Meinung bilden zu können. Möchtest du dir was aneignen? Ich möchte Porträts besser zeichnen können. Ja, weil ich fange sozusagen bei fast null an und deswegen gibt es noch viel Potenzial nach oben. Ja, weil ich mein Talent stärken will. Mach auch du mit und zeig uns, was du kannst. Mach auch du mit und zeig uns, was du kannst. Mach auch du mit und zeig, was du kannst. Jeder von euch hat ein Talent. Sucht es in euch. Trainiert hart und zeigt, was ihr drauf habt. Viel Glück! Vielen Dank an unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen, dass sie sich die Zeit genommen haben. Ihr alle habt die Möglichkeit, euch für den Wettbewerb anzumelden. Melde dich jetzt gleich an unter www.mpö.at und zeig uns auch, was du drauf hast und wie du deinen Alltag mit Corona lebst. Wir freuen uns auf deine Teilnahme und deine Einsendung. Bis zum nächsten Mal bei den MPÖ News. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.